Herzlich willkommen bei Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze stärkt mich heute? Ich bin wieder mit meinem Kartenset Heilkraft aus der täglichen Nahrung bei uns im Garten und habe aus den 40 oder 49 Obst- und Gemüsesorten, die hier beschrieben werden, für uns den Spinat gezogen. Der Spinat ist in diesem Kartenset dem Kapriziösen zugeordnet. Ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, was dieses Wort bedeutet. Es bedeutet eigenwillig, auf eine angenehme Art auch launisch und unberechenbar. Also zum Beispiel der typischen Diva wird das Kapriziöse zugeordnet. Ich lese wieder von der seelischen Bedeutung. Spinat, die Kapriziöse. Ich stelle Ansprüche und lebe eigenwillig. Und auf der Rückseite steht, Spinat lehrt, unberechenbar zu leben und auch überraschenden Einfällen zu folgen. Meine Wünsche äußere ich deutlich und sorge dafür, dass sie erfüllt werden. Ich gebe mich nicht für alles her und bin auch nicht immer für alle verfügbar. Auf diese Art übernehme ich Verantwortung für mein eigenes Wohlbefinden. Ich habe dieses Kartenset 2012 entwickelt, 2013 ist es auf den Markt gekommen. Und wie bei jedem von diesen Kartensets war es für mich sehr spannend, welche seelische Qualität bei den unterschiedlichen Pflanzen, die ich aus dem täglichen Gebrauch kenne, herauskommt. Ist diese seelische Qualität ähnlich wie das, was ich auf der körperlichen Ebene eh schon gewohnt bin, was man der Pflanze nachsagt, oder ist es etwas ganz anderes? Bei der Kamille zum Beispiel, die für Lebenshilfe steht, auf der seelischen Ebene, das macht sie auch auf der körperlichen Ebene genauso. Aber was kommt bei einer Pflanze wie dem Spinat heraus? Vom Spinat wusste ich natürlich Popeye, ne, dass er kräftigt, dass er sehr viel Vitalstoffe enthält, zwar nicht so viel Eisen, wie man immer gedacht hat, aber auch, kann euch vorlesen, steht auf der Rückseite von der Karte drauf, was sonst für Nährwerte oder Nährstoffe da dabei sind, viel Eiweiß, bisschen Fett und Kohlenhydrate, Ballaststoffe einige, Vitamin A, Folsäure, Vitamin C, Calcium, Eisen, Kalium und Zink, also das sind so die wichtigsten im Spinat. Aber dass da das Kapriziöse rauskommt, das konnte ich natürlich nicht erahnen. Der Spinat kommt voraussichtlich aus dem Orient ursprünglich, dass er dort kultiviert wurde und ist dann ab dem 13. Jahrhundert auch hier belegt. Hat damals die Gartenmelde sozusagen abgelöst, die zuvor eben sehr populär war. Ich lese wieder ein bisschen was im Begleitbuch. Er kann bei Durchfall oder Verstopfung verwendet werden, weil er die Schleimhäute des Darms stabilisiert und man sollte ihn nicht so lange lagern, weil nämlich das enthaltene Nitrat dann in Nitrit umgewandelt wird. Und was auch wichtig ist zu wissen, keine Unmengen an Spinat essen, weil die enthaltene Oxalsäure ab einer gewissen Menge eben dann ungünstig wirkt auf den Körper. Man kann den Spinat in Smoothies reingeben zum Beispiel. Da hat man dann sehr viel von diesem enthaltenen Chlorophyll. Genau, ihr könnt den Spinat auch einfach in Suppen hineingeben, in Salat, die jungen Blättchen. Gibt es viele Möglichkeiten. Schauen wir uns einmal an, wie der Spinat bei mir im Garten gerade wächst. Das sind also die ganz jungen Spinattriebe, die muss ich erst auseinandersetzen. Hier haben wir schon ein bisschen ältere Jungpflanzen und da drüben ist ein uralter Veteran aus dem letzten Jahr, den ich einfach wachsen habe lassen.